Ahoi und hallo, mein Name ist Kip Supernova, ein weiteres Video auf meinem Kanal, willkommen. Und ich war im Kino. Zuerst sah er so aus, dann sah er so aus. Tja, Sonic the Hedgehog hat ein paar kleine Schönheitskorrekturen in seinem Gesicht bekommen und kam mit ein wenig Verspätung doch noch in die Kinos. Ich habe das Kino besucht, wo äußerlich nicht sehr viel hermacht. Ich habe Filmplakate vermisst von Sonic. Kein einziges Filmplakat von Sonic, von dem Film, hat man gesehen. Es gab auch kein Merchandise, also zum Beispiel Popcorn-Tüten mit irgendwelchen Motiven drauf oder so. Dann hat man, jawohl, hier sieht man schön einen Bus über dem Parkplatz. 20 Minuten vor Vorstellung, dort kommen wir erst rein. Aber, wie gesagt, wie heißt es so schön, der Inhalt zählt. Und jetzt habe ich genug über das Kino geredet. Jetzt geht's um den Film. Ich werde nicht spoilern, ich werde nicht sagen, dass jetzt das und das passiert oder wie der Film gar endet. So gemein bin ich nicht. Ich möchte nur sagen, ich bin sehr froh, dass die Animatoren und die Filmemacher sich haben überreden lassen, Sonics Aussehen zu korrigieren. In der ersten Version wäre nichts geworden. Der Sonic in dem Film, der ist richtig, richtig nice. Man sieht richtig, er hat nicht nur seine Igelstachel, er hat auch ein richtig schönes Fell. Also er ist richtig flauschig, fluffig. Er ist so eine Mischung aus naiver Teenager, aber auch Superheld, wo also merkt, er hat Superkräfte. Was ich ein bisschen vermisse, ist, dass nichts über Sonics Herkunft jetzt in der Story, in dem Film gesagt wird, sondern vielmehr seine Beziehung zum Planeten Erde, beziehungsweise zu den Menschen, denen ihr eigenen Namen gibt und so weiter. Und das Besondere an Sonics Superkraft ist, dass er sich so schnell bewegen kann, dass man ihn nicht oder kaum sieht, was für sehr viel spaßige Momente im Film sorgt, wie er zum Beispiel gegen sich selbst Baseball spielt, aber was gleichzeitig auch irgendwas Tragisches, na nicht tragisch, aber etwas Trauriges hat, weil ihm wird bewusst, er ist völlig alleine. Aber er bleibt nicht lange alleine. Wer die Trailer gesehen hat, wird natürlich wissen, dass er Menschen dann als Hilfe bekommt und einige sehr witzige Sachen passieren. Der Film hat einen ernsten Touch, wie gesagt, das Emotionale. Sonic fühlt sich alleine, er darf nicht entdeckt werden, muss über magische Ringe in andere Welten reisen, wenn er entdeckt wird. Darum geht es ja auch ein bisschen. Aber der Film insgesamt ist wie eine typische Videospielverfilmung. Es ist sehr vorausschaubar. Der Zuschauer bekommt eigentlich das, was er erwartet. Und ja, ich fand ihn richtig, richtig toll. Das ist so ein Film, wo ich mir auch ein zweites Mal nochmal im Kino anschauen würde. Mal schauen, wenn er vielleicht im Open-Air-Kino kommt im Sommer, wäre das zum Beispiel so ein Kandidat. Er ist Sonic, ist auf jeden Fall ganz, ganz oben auf meiner Liste blaue Wesen, für die ich bis in alle Zeiten verliebt bin. Oh. Gut, jetzt genug geschwätzt. Schaut euch den Film an, er ist eben erst angelaufen in den Kinos. Schaut ihn euch unbedingt an. Jim Carrey als der böse Wissenschaftler, als der Supergangster, wirklich sehr brillant. Was ich vermisst habe, ist, es gibt keinen Masterplan oder keinen Bösewichtplan von Dr. Robotnik, so wie die Figur, wo Jim Carrey spielt. Das ist ein bisschen undurchsichtig, aber das macht dem Film keinen Abbruch. Sonic
Er ist richtig, richtig. Und meine absolute Lieblingsszene ist, wo er in dieser Country-Rocker-Kneipe diesen riesigen Cowboy-Hut und dieses rote Hemd anhat. Das sieht das super cute aus. Also schaut ihn euch an. Auch wer die Videospiele jetzt nicht kennt oder noch nie gespielt hat, wird trotzdem seine Freude an dem Film haben. Das war's von mir. Wollt ihr vielleicht mehr Kinofilm-Reviews von mir sehen oder hören? Was ich auch gerne machen würde, ist Kinos zu bewerten. So wie Restaurants zu bewerten, ein Kino zu bewerten. Ist das Essen dort gut? Die Snacks, die Atmosphäre, die Umgebung, der Service und so weiter. Würde euch das interessieren? Schreibt es in die Kommentare. Ja, abonniert, wenn ihr wollt. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, passt auf euch auf und bleibt neugierig. Tschüss!